herauszunehmen. Man sieht das hier im Hintergrund. Heute früh hat ein Bagger begonnen, ein Mauerstück tatsächlich rauszunehmen. Ziel ist es, insgesamt 24 Meter erstmal an dieser Stelle zu entfernen, um Baufreiheit für ein Luxuswohnhaus zu schaffen, beziehungsweise für die Promi-Brücke, eine Fußgängerbrücke. Und es sollen an zwei weiteren Stellen Mauerteile rausgenommen werden. Wir haben ungefähr vor einer Woche durch die Medien, durch Facebook und so weiter davon erfahren, haben uns mit der Mediaspray kurz geschlossen und haben also sehr, sehr kurzfristig hier eine Demonstration organisiert mit dem Ergebnis, dass heute erstmal kurz nach 9 Uhr die ganze Sache gestoppt wurde. Von einem Baustopp kann leider noch nicht die Rede sein. Wir hoffen, dass der Bezirk einlenkt, dass er vernünftig ist, dass er also im Sinne des Denkmals eine Entscheidung fällt, um die einzigartige Istergalerie, die wir 2009 so aufwendig und so mühevoll restauriert haben, die Künstler von der ganzen Welt wieder hergeholt haben, damit sie ihre Bilder malen, damit dieses Denkmal dauerhaft erhalten bleibt. Das